Unsere Minecraft- und Multiplayer-Projekte werden euch präsentiert von GameX. Serverpower von Gamern für Gamer. Mehr Infos unter gamex.net. Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Feed the Beast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Zuschauer. Mit dabei sind wieder der Tobi und der Sixus. Hi. Hallo. Wir waren das letzte Mal dabei, dass wir hier diesen Basalt gefarmt haben. Und da können wir uns jetzt mal Dingens draus machen, damit wir Dingens unser Haus weiterbauen können. Und der Tobi, der ist auf Fichtenholzsuche. Und der Sixus, der hat sich eine Rüstung gebaut. Und ich habe dem einen schönen Rucksack gebaut. Und jetzt baue ich mal mein Haus weiter. Ja. Lukas, du gibst mir jetzt deine Portal Gun. Warum? Weil hast du deine Portale gesetzt. Ja. Wo bist du? Test. Probier, teste mal. Ah. Also meins ist blau. Ja, und das andere? Blau gelb. Und auch so komisch blau. Dann ist bei mir schwarz-weiß. Toll. So. Dann bauen wir mal weiter. Es wird schon wieder Nacht und mein Jetpack ist gleich schon wieder leer. Wir sollten mal bald schauen, dass wir mehr Energie haben. Vielleicht irgendwann. So. Wie weit bist du denn mit deiner Suche, Herr Tobi? Yes. Ich finde nichts, ich kreise hier, ich fahre hier auf dem Meer rum und finde nichts. Auf dem Meer? Achso, mit dem Boot. In welche Richtung bist du? Südwesten. Dort? Okay. Ja. Dann viel Glück. So. Sollen wir hier oben eigentlich den Boden auch wieder aus so einem Holz machen? Ich denke schon. Das sieht ganz vernünftig aus. Ja, da ist einer. Yeah. Ein Schloss. Ja, da ist einer. Glaube ich. Ich hoffe. Das sind so komische große Bäume. Schieß mal ein Portal hin. Ups. Warte. Ach, das sind so die Riesenbäume, oder? Ja. Ja. Ah, da meinst du, wo ich gesehen habe. Genau, da war ich ja schon mal. Und da ist irgendwo eine Schlucht da noch. Kannst du durch. Nee, das ist nicht den, wo ich wollte. Ah, da hinten sind sie. Ja, jetzt habe ich sie. Da hinten sind welche. Furlock. Sieht aber auch cool aus. Irgendwie. Ich will mal, Bienen brauchen wir dann mal. Irgendwann. Damit wir, das Holz züchten können, was ich will. Das ist ganz wichtig. Ja. Genau, wie einfach das Skelett hier runterfällt. Ist da hinten eine Wüste? Ja. Irgendwie. Na toll. Na toll. Warum kann ich das Skelett nicht töten? Wird schon wieder, oder? Ja, ich hänge im Boden. So. Es wird wieder, keine Angst. So. Alter, was geht denn hier ab? Alter! Ey, Alter! So. So. Wie gut, dass ich das letzte Mal in den Brunnen verreckt habe und mein Level 55 verloren habe. Das ist bitter. Na toll, keine Energie. Läuft ja super. Ja, damit. Aber alles. So. Wenn wir jetzt mal den Jan da hätten, der könnte jetzt schön Kommentare vorlesen. Ja, wo ist er denn? Soll ich mal machen? Kannst du gerne machen, ja. Tobi, mach hinne. Was denn? Ich hab gefragt, soll ich mal machen und dann kam nichts.
Ich habe gesagt, ja, gerne. Ich hab sie so verstehen wir dich nicht. Oh, dann muss ich lauter reden. Die Zuschauer haben's wetten gehört. Aber. Ich finde es gut, dass Tobi dabei ist. Tobi soll da bleiben und wenn Tobi nicht einziehen will, dann ziehe ich halt ein. Tobi soll bleiben. Er ist cool und er spricht viel mehr als die anderen. Er soll bleiben. Mit Tobi ist es cool. Klasse Folge. Tobi soll bleiben. Mit 4 Spielern ist es sogar noch spannender. Was, wo war der eine? Hier. Tobi muss bleiben, auch wenn er jetzt anders klingt. Er soll jede Folge einen Witz erzählen. Das war der Kommentar. Auch wenn er jetzt anders klingt. Ja. Ja. Hast du dir ganz gut nur die rausgesucht, wie du anders vorkommst. Ja, du klingst anders. Ich klinge jetzt viel männlicher. Du klingst anders. Sagen wir mal so. Ah. Wow. So, ich möchte jetzt gerne. So, das war der schlechte Witz, Lukas. Wow. Töte es. Töte es. Was war der schlechte Witz? Dass du. Ja. Ach so, ach der. Jetzt ja. Jetzt ich verstehen. Das ist ein Hund. Ich habe auch keine Knochen. Das ist kein Hund, doch, das ist ein Wolf. Knochen. Komm bitte. Das ist kein Hund, das ist ein Wolf. Oh. Hm. Er will mich nicht. Jetzt schießen ab. Ja! Schallplatte! Und ihr sterbt jetzt. So. Ich habe eine Schallplatte. Und zwar. Applaus, Applaus, Applaus. Stall. Die machen wir gleich mal rein. Sehe ich da immer zum vielen Krampf? Ich hoffe nur, da kommt GEMA nicht. He. So. Da brauchen wir einen glänzenden Stein. Einen glänzenden Stein? Ja. Einen glänzenden. Den glänzenden. Meinst du einen Diamanten? Ja. Ich wollte es nur nicht sagen. 1, 2, 3, 4. Also die Monstergeräusche sind schon der hier unten. Ja. Ah ja, Lukas, ich habe jetzt wieder meine Geräusche alle. Jo. What the... Ja, hallo Tobi. Lukas? Hallo Tobi. Möchtest du mir kurz helfen? Na klar. Ich hab geleckt und ich war plötzlich tot, einfach so. Ja, ja, ja. Warte kurz. Hässliches Skelett. Wir sollten hier mal. Oh. Ja, du musst es irgendwo hin. Ich lass die jetzt einfach mal verschwinden, da wo die Fichten sind. Auch gut. Du musst näher hin. Und dann sind die alle weg, weißt? Reicht? Ja, reicht erstmal. Und das Problem ist, die können auch wieder zurück. Hm, nicht mein Problem. Ist ja nur an deinem Haus. So. Nee, an Sixtus Haus ist es. Oder so. Das ist das Gemeinschaftshaus. Nee, doch. Ist es Sixtus Haus. Doch, das ist das Gemeinschaftshaus. Dann ist es halt das Haus, in dem sich jeder Zeug rausholt. Six, ich hab die Säge und die Gun wieder in neben den Kompressor gelegt in die Kiste. Und brav ist er? Ja, immer. Jetzt bin ich wieder Level 1. Grün und Schweinchenrosa. So, so. So. Was mache ich nun? Außer Mist bauen? Ich könnte mal. Das war's doch tun jetzt. Ich könnte mal. Könnte ich mal? Könnte ich mal. So. Wie mache ich das am besten? Wie habe ich das vor? Vielleicht. Nee. Doch. Nee. Ah, doch. Okay.
Was war das hier? Das hole ich mir. Das war im Dingens Forest. Twilight Forest. Das war im Forest. Twilight Forest. Das hast du schön gesagt. Dankeschön. Das war das hier. Wenn ich jetzt mal die Motorsäge hätte, hä? Egal, ich baue das jetzt einfach. Ja, liegt doch bei mir im Haus. Ich hätte meine Räuspertaste aktivieren sollen. Naja. Ja, die könnte ich mal holen eigentlich. Wie Let's Player immer mit ihren Tasten angeben. Ja. Das ist professionell. Das kannst du dir auch machen. Wenn du sprachst. Ich meine, ich habe hier, keine Ahnung, 11 Tasten an der Maus. Das hat doch damit nichts zu tun. Standardbelegung. Wie der mit seinem Geld angibt. Schlimm. Die Bayern verdienen zu viel. So, dazu sage ich jetzt mal nichts. Ach je. So. Reicht mir dann ein Stack? Kann ich das Holz überhaupt zersägen? Ich glaube nicht. Was willst du denn, du Stinker? Aua. So. Hauen wir uns einen Steg rein. Ein Venison. Venison? Venison. Venison. Was will der denn? Oh. Aua. Wir haben Besuch im Keller, ne? Ungewohnt ist es, mit Monstern zu spielen, ne? Ja, ja. So. Können wir uns da nicht eine Monster-Welt anlegen, so wie auf einem anderen Server? Na. Nee. Das wäre langweilig. Warum nee? Weil es langweilig wäre. Weil es so viel spannender ist. Eben. Ich verbaue mich die ganze Zeit. Aber das sieht doch gut aus, das Holz, oder? Auch wenn es überhaupt nicht zum Boden passt. Wisst ihr was? Ich rupp den Boden einfach raus und mach das Holz rein. Auch wenn ihr mich dafür jetzt hassen werdet. Also nicht ihr zwei, sondern die Zuschauer. Aber ihr hört mir ja eh nicht zu, gell? Ja, ja. Wenn ich ganz leise rede, dann hören das der Six und der Tobi, glaube ich, nicht. Dann könnte ich ganz schön Nein. Was hat er gesagt? Verdammt. Ich verstehe nichts. Der redet zu leise. Ich hab wieder was geklaut. Ich könnte jetzt fies sein. Könnt ihr mir eine richtig derbe Aufgabe stellen? Mach mal. Dem Lukas? Mhm. Mach immer. Mach mal. Die schaffe ich. Zwar, wie man sich dann auf den Feed the Beast Server bewerben kann. Man kann sich auf dem Feed the Beast Server nicht bewerben. Man kann sich bewerben. Noch nicht. Oh. Genau, weil das musste Lukas erst einmal einrichten. Was muss ich? Auf dem Server hier. Oje, jetzt hast du den Zuschauern einen Wurm ins Ohr gesetzt. Wir machen das mal schnell, Lukas. Ja, 5 Minuten. Okay, fertig. Da müssen wir uns mal noch was einfallen lassen, wie wir das machen. Auch so mit hier Welten und so. Dass man für Okay. Play-Welt und die normale Welt nicht dasselbe haben. Sollen wir das jetzt bereden oder zwischen den Folgen? Keine Ahnung. Das kann man schon jetzt bereden. Ja.
Also ich wäre für eine komplette Welt, auf der man alles machen darf. Monsterfarmen und ganz normal Farmen. Ja, das sowieso. Farmen. Ich würde einfach ja, aber machen... Farmen ohne Grenzen. Also nicht Sand irgendwie speziell überlasten. Das wegen mir irgendwie 100 Blöcke um den Spawn Protection ist. Und dann ab da bis zum Bedrock alles weggebuddelt werden darf. Ja, aber ich, sie wollen. Aber ich würde sagen, dass man Let's Play Welt und die Spielerwelt trennt. Ja, die ist freilich getrennt. Ja, die ist getrennt, ja. Gut. Ist, ja, deshalb hat auch dieser Server hier, die Let's Play Welt, einen ganz, ganz anderen Port, wo kein Mensch draufkommt und der Whitelist auch. Dann könnte man ja. Das Problem ist halt, dass man gerade beim Farmen, wenn so mit Queries gefarmt wird, die reißen halt immerhin. Ja, da müssen viel wir raus. Regeln aufstellen. Ja. Und ich wäre halt einfach dafür, dass in der normalen Welt wirklich nur, ausschließlich nur, gebaut wird. Und ein bisschen vielleicht gebuddelt, Keller und so. Und dass, wie gesagt, dann, wenn es immer nötig ist, die Monsterwelt neu gemacht wird. Also ich einmal im Monat, irgendwann jede zweite Woche. Und da kann dann wirklich grenzenlos alles gemacht werden. Da kann dann verunstaltet werden bis zum geht nicht mehr. Genau. Dann sollen sie ihre Portale schießen mit ihren Portal Guns. Dann können sie überall hin. Müssen halt immer ein bisschen laufen, aber... Man müsste nicht mal unbedingt eine Monsterwelt machen. Es würde reichen, wenn man einfach den Twilight Forest regelmäßig erneuert. Weil in dem hat man Erze, man hat Monster, man hat Dungeons, dort hat man eigentlich alles. Das würde ich aber eher nicht so machen, weil sonst kannst du... Nee. Das Doofe ist halt, bei diesem sind 2 Stunden um, ja. Das Doofe ist nur, man kann das hier mit den Welten nicht... die Monster deaktivieren oder aktivieren pro World. Ja, das ist ein bisschen ein Problem bei Feed the Beast. Das geht irgendwie mit Plugins. Wenn ihr wisst, wie das mit Plugins geht zufällig, dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wir bedanken uns für diese Folge, dass ihr zugesehen habt. Freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. tv.galero.de, ihr wisst schon. Lasst eine Bewertung da und dann bis zur nächsten Folge. Hier bei Feed the Beast. Bis dahin, ciao Leute. Servus. Servus.